Wir sind zurück bei Mass Effect hier auf Priscorp und wir werden jetzt gleich mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Und die sind alle hinter uns. Anomalie, Biolager, Trümmer, okay. Und da ist noch ein Fragezeichen. Dann fahren wir doch mal zu dem Fragezeichen. Oh Mann, ich glaube, das könnte selbst für den Marco zu steil sein. Aber, er schafft das. Na komm, nein, er schafft es nicht, Vorführeffekt. Mal hier gucken, ob wir hier langkommen. Keine Chance, wir müssen uns da rechts rüber kraxeln. Na komm schon. Ah. Kletter, mein Junge, kletter. Sehr, sehr gut. War das? Das hat super geklappt. Oh, was ist hier los? Los geht's. Okay, wir haben keine... Entschuldigung, da muss ich mal kurz das Husten wegschneiden. Keine einzigen Gegner hier. Keine Gefahrenzone, wollte ich es eigentlich sagen. Nee, nichts dabei. Was haben wir hier noch so Schönes? Auch alles nur zweite Wahl. Habe ich alles schon 10.000 Mal. Oh, ein schöner Sternenhimmel. Wenn wir auf dem Berg sind, muss ich mal die Aussicht genießen. Ich weiß gar nicht, dass es so schwer ist, auf Mount Everest zu klettern, wenn man so ein Bergsteigermobil hier hat. Sehr, sehr schön. Toll. Und jetzt wieder runter da ist. Okay. Was ist denn das da hinten? Sind das Lichter? Oder ist das nur wieder Levelrand? Ui. Knapp. Ah, da unten. Ui. Umgruppieren. Was soll denn das sein? Uralte Trümmer, hm? Ah, okay. Das war mal ein turianischer Außenposten. Da ist noch was. Auf dem Weg. Was soll denn das sein? Das ist ein ausgebrannter Marco. Das Minenfahrzeug. Ah. Okay, da haben wir doch. Das haben wir doch gelesen. Also kurz bevor wir in der letzten Folge auf dem Planeten gelandet sind. Na komm schon, Junge. Mach den Hawk froh. Sehr schön. Wow. Alles geplant, das war alles Absicht. Boah, das ist eine reizte Achterbahn hier. Uiuiui. Bisschen offen der Platz, sollten wir mal vorsichtig sein.
Noch eine. Das ist aber eine komische Sonde. Ja. Die Sonde hatte leider auch nur Müll dabei. Okay, Bionica-Lager. Wo sind wir? Fahren wir unten durchs Tal. Okay, hat sich erledigt. Müssen wir da wohl doch hier oben lang. Ich würde mal sagen, wir fahren mal links ran vorbei. Okay, sieht auch nicht besser aus. Ich glaube, die beste Taktik... Ups. Die beste Taktik wäre wohl, hier rechts lang zu fahren, doch. Und über die flachen Bergrücken zu fahren. Okay. Ziemlich offenes Gebiet. Taktisch unklug, da jetzt einfach reinzupreschen. Aber eigentlich wollen wir die Sache gewaltlos lösen. Ah, Zwiespalt. Ein blindes Huhn einfach vorne rein und klingeln und sagen, hey, friedlich. Oder wollen wir halt uns reinschleichen und sagen, dass wir dann friedlich sind. Hier ist ja soweit erstmal nichts los. Aber da vorne sind noch Mineralien, die können wir gleich mitnehmen. Gold. Oh, ich bin doch ein... Wie kann ich denn die beiden Tasten verwechseln? Auf Ihren Befehl. Okay, da ist zu. Umgruppieren. Ich speichere mal sich jetzt, aber es geht um Geiseln, da wollen wir doch aufpassen, was da so los ist. Schön die Waffe im Halfter lassen, Leute. Voll heftig, dieser Krater. Massenmüll. Was ist da, was gibt's für eine Waffe, Massenbeschleunigungswaffe, die so einen Krater hinterlässt. Die muss ja gigantisch gewesen sein und eine riesige Quelle besessen haben. Vor allem diese. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Ja, aber ich will trotzdem doch nur mit ihm reden und fragen, warum er so eine Schugge ist. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Na, bin ich immer gespannt. Hey, die sind alle ganz friedlich. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Wir können der Allianz nicht trauen. Ist ja auch gut so. Okay.
Ist irgendwie leichter, als ich dachte. Das gefällt mir so ein bisschen nicht. Gerade wenn schon zwei weitere Leute einfach abgekratzt sind. Rechts ist er, ne? Ja, dann gehen wir auch erstmal nach rechts. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen, aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Okay, ich verstehe jetzt hier gerade nicht den Unterschied dazwischen, aber es wird wahrscheinlich wieder auf diese hinauslaufen. Weil einfach das die Hilfsoption ist, dass wir es auf jeden Fall schaffen. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für ihre Sünden büßen müssen? Nein, das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein, bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich bin ja eigentlich ein gutgläubiger Mensch. Das scheint eigentlich auch jetzt so noch nichts Schlimmes zu gesagt zu haben. Und ganz ehrlich, ihr kennt ja mein Motto. Wenn er seine erste Chance nicht nutzt, ist er bei mir unten durch und dann jage ich ihn, bis er tot ist. Ich glaub dir mal. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Joker kann Major Kyle von der 5. Flotte abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Commander. Ja, haben wir doch komplett ohne Blutvergießen geschafft. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten. Aber die scheinen nicht ganz helle zu sein, die Leute. Naja, ich sollte vielleicht hier nicht so rumlaufen und... Obwohl, ich weiß nicht, aber... Naja, wir können ja auch laden. Nee. Wird denn da noch nichts Interessantes drin sein? Ja. Ich weiß, ihr habt jetzt irgendwie erwartet, dass es hier losgeht mit Rumballern, aber hey, ich zeige euch nur eine Alternative, wie man es auch lösen kann, ohne dafür auch nur ein Menschenleben, also in diesem Fall ein Menschenleben, zu opfern.
Bin ich ja mal gespannt, ob er sein Wort hält und sich nach einer Stunde ergibt. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Naja. Ich versuche so viele zu retten, wie es geht, ne? Das Universum muss zwar gerettet werden, aber wir müssen auch die Nebensächlichkeiten in Betracht ziehen, weil sonst lohnt sich das hier alles nicht, was wir tun. Minus 185 Grad. Na, das ist ja mal kalt. Das ist ein kleiner Planet. Oh, mit Kohle. Braucht man ja so dringend in der Zukunft. Altane. Das ist ja auch ein komischer. Rochewelten, okay. Bin ich ja mal gespannt, was uns auf diesem Planeten so erwartet. Ich würde mal sagen, wir nehmen das Grobe für das Grobe. Scheint echt so eine Art Sandsturmplanet zu sein, mitten in der Nacht. Horchposten, okay. Aber da ist auch noch was. Metalle. Ah, vielleicht haben wir auch wieder eine Nebenquest. Boah, es ist aber auch ein dreckiger Planet hier. Was ist das denn? Weißer Fels? Ah, sehr selten fürs Vorkommen. Samarium. Ey, ganz ehrlich, Mann, so einen Platz kennen wir doch. Da speichere ich doch sicherheitshalber. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Ja, das ist beruhigend. Ey, das ist doch hier schon wieder. Komm, zeig mir, dass es das ist, was ich vermute. Na? Wohl doch kein Dreschlundgebiet. Dachte schon. Gold. Ich finde ganz schön viel Gold in letzter Zeit. Kann das irgendwie sein?
Was es hier wohl noch so alles auf diesem Planeten gibt. Okay, rot. Das ist nicht gut. Umgruppieren. Asari-Kapsel, ne? Oh, auch schon sehr alt. Ja, und ich würde mal sagen, was uns da hinten auf der Minimap erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge. Also macht was Sinnvolles. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Also, ciao!